Ach du Scheiß. It was at this moment that he knew. He fucked up. Muss ich mich richtig vorbereiten. Hülle, schönen guten Tag. Wie geht es so? Ich bin wieder da. Ihr hört schon an meiner Stimme. Ich habe irgendwie, ich's mit dem Hals gekriegt. Warum auch immer. Keine Ahnung, wo es herkommt. Was machen wir hier erstmal? Wir haben jetzt hier Age of Darkness, neues Spiel. Ja, ich mix gerade viel mit neuen Spielen rum, aber so jetzt, ihr kennt mich. Wenn ein neues Spiel da, was mich interessiert, hole ich mir auch. Ist ein Survivor-Spiel, soweit ich was weiß. Dazu noch keine Videos gesehen. Wir gehen hier jetzt blanko in das Spiel. Soweit ich verstanden habe, müssen wir halt irgendwie eine letzte Stadt, so also ein letztes Dorf auf Erden zum Ruhm verhelfen. Das machen wir mal. Erstmal auf normal, easy nicht. So, jetzt haben wir hier unseren Edwin, unseren Held. Queen of Nothing. Das ist auch geil. Coming soon. Und mehr kann man schon gar nicht machen. Jetzt wird gesuchtet. So, wir müssen das Dorf aufbauen. Die Karte scheint auch immer anders zu sein. Die haben gebaut. Jetzt können wir weiterbauen. Wir müssen uns erstmal hier so ein bisschen Holz bauen. Wir brauchen dafür aber Geld. Da kam es auch schon. Low. Kann man irgendwie auch mehr machen als Low? Die, ach, wenn man da reinhaut oder was? Jetzt will ich mir erstmal die Gegend hier angucken. Ach, guck mal, Monster. So. Das sind hier die Monster, die wir töten müssen. Irgendwelche dämonartigen Viecher. Über viele. Aber ich glaube, wir verlieren hier unseren ersten Soldaten. Jetzt ziehen wir uns mal zurück hier. Die müssen sich erholen. Das ist ganz wichtig. Und wir bauen was. Meine Soldaten heilen sich wieder. Hier oben rechts sehen wir, dass die Nacht gleich eintritt. Ist mir wichtig, dass die Soldaten da ausgeruht sind, weil ich nicht weiß, wie das jetzt hier aussieht. Und wo die Gegner alle kommen werden. Steine. Brauche ich 30 Holz für. Und dann gehen wir mal hier oben noch kurz gucken, wie es hier oben aussieht. Aber bisher scheint man... Oh, riesige Hockermonster. Nicht gut, die greifen hier mit dem Monster an. So, jetzt ist die Abenddämmerung da und wir können uns zurückziehen. Es ist fertig, den können wir schon mal bauen. Kann ich darauf bauen? Kann ich, dann machen wir es auch. Ich glaube, jetzt kann ich die patrouillieren lassen. So. Damit ich die nicht ständig von A nach B schicken. Und jetzt rennen die Monster halt auch mehr rum. Jetzt wollen sie ein bisschen was machen. Jetzt werden sie uns auch in unserer Stadt heimsuchen. Wir sammeln Steine. Was wichtig ist, das brauchen wir. Holz brauchen wir auch, damit wir hier ein paar Tore bauen können. Ich meine Mauern. Dafür brauchen wir 20 Steine. Warte mal hier. Hier haben wir 11. Ja. Wollen wir da hin? Kriegen wir 11 raus. Das ist wichtig. Ein Häuser musst du halt bauen, um wieder Dorfbewohner zu kriegen. Also bisher macht mir das eigentlich ziemlich Spaß. Ich finde es interessant auf jeden Fall. Die Frage, was man hier noch alles finden kann auf der Karte. Oh, hier ist ja richtig viel. Was ist ja eigentlich? Next Death Night. 2 Days. Ach, Totennacht. Ach, Gottes Willen. Ausbildungscenter bauen. Holz haben wir. Müssen nur einmal Stein aufrüsten. So, umgucken hier. Hier. Hier hätten wir einen zweiten Steinbruch. Gut. Gut, ne? Das sind Passive, ganz geil. Hi, meine Soldaten. Okay, hier können wir dann jetzt nochmal Steine holen, das ist gut. Und unsere Steinproduktion ein bisschen anfachen können hier, das wird ja sonst nichts. So, da gibt es Steine, sind gleich fertig. Jetzt können wir uns die Trainingshalle bauen. Packen wir mal einen Rand daran. Jetzt würde ich gerne das Gebiet hier noch ein bisschen untersuchen. Ganze Menge auf jeden Fall hier. Oh ja, eine ganze Menge. Points of Interest. Da unten. Ist eine ganze Menge. Aber dann dunkel, also zurück zur Stadt. Das ist fertig. Die Aura betrifft vor allem Nahkämpfer. Also baue ich mir jetzt auch ein paar Nahkämpfer. Das ist ganz wichtig. Bei Bogenschützen kann ich in die Türme reinpacken. Das ist auch ganz gut. So, jetzt stehen die überall rum. Schön Wache. Muss ich mich nicht so viel bewegen. Will ich jetzt nämlich hier die Fenstersachen bauen und einen Turm. Können wir den nämlich hier hinbauen einen. Da kommen dann zwei Bogenschützen rein und dann bauen wir unten noch einen. Hier so. Our buildings are under attack. Was? Aha. Oh, meine Leute passen hier auf. Hm.
Der wollte nicht hier. So, jetzt haben wir die Türme schon bemannt. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt kann ich hier auch gleich ausrüsten. Ausrotten. Weil ich würde gerne den Point of Interest hier leer machen. Also freiräumen ist ja ganz gut. Alter, sind hier viele. Alter, sind hier viele. What the fuck? Oh, ein Speerwerfer. Der ist neu. So, wir werden hier jetzt das Dingens aufbauen. Wollen wir hier jetzt einen Wall bauen? So, Steine sammeln geht schon mal schneller. Oh, die Nachtrichter rein. Und die dürfen jetzt Patrouille laufen. Die laufen jetzt Patrouille, damit ich hier auch schön was einsammeln kann. Oh, was ist denn hier? Wer greift denn da meinen Turm an? An meinem Ohr. Ich will einfach irgendwie angreifen, ey. Machen wir da mal ein Tor hin. Dann können wir uns nochmal vorbereiten, da gleich den Punkt einzunehmen. Kämpft mal, Leben! So schön. Ach du Scheiße. It was at this moment that he knew. He fucked up. Da muss ich mich richtig vorbereiten. Muss ich mich richtig vorbereiten, alter Schwede. Alles klar. So, das Ding haben wir eingenommen. Das waren Soldaten. Sehr schön. Kostenlose Soldaten, immer gut. Jetzt ziehen wir uns mal zurück. Moment, wenn wir jetzt wählen. Er muss sich jetzt noch richtig was aufbauen hier. Richtig was aufbauen. Noch 2 Minuten. Ah, ich habe keine Village. Ich habe keine Villagers mehr. Kommen die alle zu mir gleichzeitig? Oder wie sieht's aus? Und dann werden die wahrscheinlich unten branden. Wollen wir noch im Wachturm hin? Oh, von hier können die auch kommen, oder? Ist halt die Frage, marschieren die jetzt los oder nicht? Die Türme sind besetzt. Kommen die jetzt? Price of loyalty, all military. Oh, jetzt kommen sie da was. Hordes of enemies are heading for your key. Prepare your defense. Yes. Oh Gottes Willen, ey. Die können auch von hier kommen, wa? Aber sieht aus, die kommen nicht von hier. Die kommen den direkten Weg. Ey, mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Jupp, sie kommen. Die Bogenschützen kämpfen da jetzt erstmal ganz gut. Und sie kommen. Los geht's, Bogenschützen und Nahkämpfer. Let's fly! Zurückziehen, zurückziehen, dass wir den Turm angreifen. Alles gut. Oh, was ist das denn jetzt? Verbreitet sich ja alles total. Nur der eine hier. Our buildings are under attack. We shall...
Death Knight has ended. Select a blessing to bestow up your people. Okay, Daybreak. All units gain 25% emboldened at the start of each new day. All buildings vision radius increased. Double Damage. Nehmen wir das mal, das ist ganz gut. Jetzt muss ich das Eisene befreien, oder was? Puh, aber das Spiel hat es echt in sich. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Ich finde es cool. Ich habe nur auf normal gespielt. Ich will nicht wissen, wie es ist. Wenn ich dann noch höher gehe, auf jeden Fall. Es ist, Himmel, Herrgott. Ja. Haut's mir doch mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet von dem Spiel. Ich find's cool. Mal was anderes. Mich einzigartig bisher. Richtig geil. Ja, das war Age of Darkness. Finest End. Also, ja, schaltet wieder ein, wenn's heißt Deppenzeit. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich bin raus. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Dranbleiben. Und ciao mit V.